Okay, jetzt bin ich auf dem Schiff. 2 HP down, teilen. Dafür wird Matt den Abtrünnigen nicht vergeben. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Wahrscheinlich etwas mit der Rothaut. Sie hat die Verteidigung müssen bei mir. Kann mich jemand helfen? Ich habe einen Brief für Sie. Endlich. Tut mir leid, Herr. Ich habe den Brief sofort nach Erhalt gebracht. Ich bin nicht wütend auf Sie. Es geht um meinen Sohn. Seit Wochen nichts von ihm gehört. Dachte, er wäre tot. Kümmert sich nicht um seinen alten Herrn. Ich danke Ihnen, Kurier. Zumindest weiß ich jetzt, dass dieser Idiot von einem Sohn noch lebt. Hallo, ich bin von der Kuriergilde. Ich habe hier einen Brief für Barry. Mami? Mami! Ein Brief von Papi! Vorsicht, pass auf, dass du den Brief beim Aufmachen nicht zerreißt. Wird nicht passieren, Mami. Glaub mir. Sei gesegnet, Kurier. Du hast meinen Sohn glücklich gemacht. Solche seltsamen Typen werden normalerweise schon von den Wachen am Eingang aufgehalten. Behalte immer die Augen offen. Einmal hat ein Typ darauf bestanden, etwas mit. Der Strom wieder läuft, wird den Verlauf des Krieges verändern. Ich hörte, die PK-Ingenieure. Thank you.
Also ich finde, es ist alles gut gelaufen. Du kannst dir bestimmt wenigstens diese Karte. Kurier hier. Ich bringe eine Nachricht. Danke. Ja, Mann. Wurde auch Zeit. Was? Ist von meinem Kerl. Er verlässt endlich seine Frau. Ah, na dann Glückwunsch. Meine Frau und ich haben uns vor Monaten getrennt. Sie war sehr verständnisvoll. Ich bin einfach froh, dass Len endlich den Mut hatte, ehrlich mit seiner Frau zu reden. Denn jetzt können wir unser Leben leben. Hey Driscoll, Auftrag erledigt. Alle Pakete sicher zugestellt. Das höre ich gern. Schau wieder vorbei, wenn du Zeit hast. Ich hab was für dich. Denk dran, mit der U-Bahn kommst du schneller her. Gute Arbeit, Hitzkopf. Und, was meinst du? So viele verschiedene Briefe und Empfänger da draußen. Das ist das Netzwerk, von dem ich sprach. Du hast gerade geholfen, es zu erweitern. Du hast bewiesen, dass du das Zeug zum Kurier hast. Bist du bereit und willens, den Eid zu schwören? Den Eid? Solche Formalitäten kennen Pilger nicht. Genau das könnte euer Problem sein, Hitzkopf. Wenn du bereit bist, dann sprich mir nach. Na gut, legen wir los. Ich, neues Mitglied der Kuriergilde. Ich, neues Mitglied der Kuriergilde. Schwöre, allen Bürgern der Stadt gleichermaßen zu dienen. Schwöre, allen Bürgern der Stadt gleichermaßen zu dienen.
mich jeder Gefahr zu stellen, um alle mir anvertrauten Lieferungen sicher zuzustellen. Mich jeder Gefahr zu stellen, um alle mir anvertrauten Lieferungen sicher zuzustellen. Ich werde dabei immer ehrenhaft und unbestechlich sein und die Grundsätze der Kuriergilde hochhalten. Ich werde dabei immer ehrenhaft und unbestechlich sein und die Grundsätze der Kuriergilde hochhalten. Kraft der mir von der Kuriergilde übertragenen Befugnisse erkläre ich dich hiermit zum vollständigen Mitglied im Range eines Novizen. Willkommen in der Gemeinschaft, Hitzkopf. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Sieh an, ein Kurierbaby. So viel zum Thema, wir sind eine Elite-Truppe. Pilger? Scheißdreck. Was hast du für ein Problem? Du wirst besser nicht zum Problem für mich. Sonst könntest du der nächste Derek werden. Der nächste wer? Wovon zum Henker redest du? Nicht dein Bier-Kurierbaby. Stell einfach keinen Unfug an, okay? Ich hab dich im Auge. Klar, dann beobachte mal meinen Mittelfinger. Oh, sehr schön. Das Kurierbaby ist auch noch ein Komiker. Hier geht's den Bach runter. Na, du musst es ja wissen. Mir scheint, ich führe einfach dein Vermächtnis fort. Ach, das ist nur Jack. Ignoriere ihn, Companiero. Ich glaube, er lässt nicht zu, dass ich ihn ignoriere. Tranquilo. Er hat eine harte Schale, aber einen weichen Kern? Heißt das so? Mea mochaime übrigens. Kuriere leben gefährlich. Wir sind eine kleine Gruppe und wir verlassen uns aufeinander. Okay. Du bist also ein Pilger. Schön. Dann weißt du, wo es lang geht. Manchmal können die Novatos Leuten den Tod bringen. Aiden, ist durch diesen Derek jemand gestorben? Zum Glück nicht. Derek war einfach total loco. Ein Adrenalin-Junkie. Wir alle nehmen das hier ernst, aber er war besessen. Aber irgendwie war seine Hingabe bewundernswert, auch wenn er ein Fanatiker war. Na, ja, was ist passiert? Es stellte sich raus, dass der Cabron echt ein Junkie war. Hat sich alle Aufputschmittel in den Vorratsspinden reingezogen, wie ein verrückter Pac-Man. Und andere Kuriere mit schwierigen Lieferungen gucken in die Röhre. Was wurde aus ihm? Wurde hochkant rausgeschmissen. Die Kuriergilde hat keinen Platz für Junkies, amigo. Bringt nur Tod und Verderben. Lass mich raten. Jack hat die Kampagne gegen Derek angeführt. Oh, der war sehr effektiv, amigo. Das glaube ich gern. Ich bin bereit, Driscoll. Hast du eine Aufgabe für mich? Ja, aber zuerst lass mich dir noch etwas über die Geschichte der Kuriere erzählen. Okay. Ich kenne mich ganz gut aus in Geschichte. Wusstest du zum Beispiel, dass das erste schriftlich erwähnte Postwesen aus Ägypten stammt? Ungefähr 2400 vor Christus. Das wusste ich nicht. Ist so. So verschickten die Pharaonen ihre Dekrete und bauten ein Netzwerk auf. Denk nur an die uralte Tradition, die du weiterführst, einfach indem du ein bisschen Post austrägst. Das werde ich. Versprochen. Tu das, Hitzkopf. Und jetzt stellst du diese Nachricht zu. Sie ist als dringend gekennzeichnet. Also gebe ich dir nichts anderes mit, damit du dich nicht ablenken lässt. Sie wird wohlbehalten ankommen.
Thank you.
Yeah.